Jetzt bin ich da. Hallöchen. Den hat schon fleißig gecraftet. Okay. Ich höre dich. Muss mal gucken, ob es der Chat auch hört. Ob dich der Chat auch hört. Kann ich so sagen gerade. Erstmal Hallo an alle. So, jetzt muss ich das auch noch machen. Okidoki. Okay. Heute ist wieder ein Special mit dem Bello dran, mit Bello CCC. Und guckt auch gerne mal bei ihm vorbei. Hallo Blondie. Heute wieder fleißig bestimmt am Farmen, ne? Und wie geht's dir? Ich habe vorhin gar nicht mehr geschrieben, weil tatsächlich hatte ich dann noch einen Anruf, als du geschrieben hattest. Musste ich dann nochmal was klären. Aber ich schreibe dir nachher einfach nochmal. Genau. Ich guck nochmal, ich schreibe nochmal den Command rein wegen Bello. Bello, hatte ich jetzt Bello CCC als Command genommen? Ich bin mir nicht mehr. Ja, Bello CCC, alles klar. Dann schaut da gerne mal bei Bello vorbei, würde mich freuen. Und ich würde sagen, ich erkläre schnell oder ich kläre jetzt einfach mal, was wir heute vorhaben. Und Bello kann bestimmt auch nochmal sagen, ja. Ich kann bestimmt auch noch mal Hallo sagen. Und King of Retail Challenge mit Walk of Books, genau. Genau, also heute haben wir vor, wir haben ja letzte Woche Freitag schon King of Retail zusammengespielt und heute ist die Herausforderung, dass wir nur Elektro machen. Letzte Woche haben wir ja kein Elektro gemacht, durften wir kein Elektro machen. Heute ist nur mit Elektro. Jetzt ist allerdings die Frage, Bello, wie ist das bei, wollen wir einfach bei dem letzten Manager dann einen neuen Laden machen oder wollen wir komplett einen neuen Manager erstellen? Man kann ja bei einem Manager, kann man ja zum Beispiel mehrere Manager, also mehrere Laden machen, oder wollen wir einfach neuen Manager? Oh, ich habe dich gerade ganz schwach verstanden. Weißt du, das ist ganz schwach. Wenn ich dich bei... Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich dich... bei mir im Ton ein bisschen lauter mache, beim Display, ob ich das dann besser höre einfach. Genau. Bonnie hat auch schon wieder gecraftet. Das ist schön. So. Hast du jetzt gesagt, dass wir den Manager laden und von letzter Woche nehmen und dann einfach das Ganze quasi einen neuen Laden machen oder einen neuen Manager? Ich habe es leider nicht verstanden. Hallo, erzähl mal was. Ja.
Genau, ich habe es nochmal bei Bello selbst im Chat geschrieben. Mal schauen. Aber ich denke, wir nehmen den Manager von letzter Woche. Da brauchen wir nicht. Alien Challenge, das ist nämlich das hier gewesen. Ne? Und können wir das nämlich nochmal so machen. Dann nehmen wir einfach den Manager von letzter Woche, Bello. Dann passt das auch. Ja, dann machen wir. Okay, warte. Okay, ich habe dich verstanden. Machen wir das, Bello. Ja, über Discord sprechen ist ein bisschen blöd, schätze ich, ne? So, ich versuche es jetzt noch mal über WhatsApp. Genau. Ich rufe dich auch gerade an, Bello. Du musst nur dran gehen. Schon 12 Minuten. Ach, Bello. Och, Bello. So. Ich gehe jetzt einfach in die Alien Challenge. Dauert so lange. Es sind schon 10 Minuten, Bello. So, jetzt geht's durch. Okay. Alles klar. Hörst du mich? Bello? Gut. Ja. Okay, man hört dich jetzt auch so. Alles klar. Dann würde ich sagen. Alles klar, ja, Discord ist halt vom Handy aus wahrscheinlich ein bisschen blöder, ne? Man dich auch bei dir hört. Ach, Bello. Warum testen wir sowas nicht vorher? Ich gucke gerade, Bello, ich gucke gerade. Ja. Müsste sein, müsste passen, Bello. Müsste alles passen. Sehr schön. Genau. Nach 5 Jahren Verhandlungen machen wir das. Alles klar. Ein Ladenmodus. Neues Spiel. Genau, Bello. Ja. Alles voll, ja, na klar. Alles voll, ja. So, dann machen wir jetzt als nächstes das nächste. Wo bin ich hier unten? Nächste. Ja, nur mobile Geräte und Rechner. Genau. Nichts anderes, Bello. Genau. So, dann nächstes. Ja, richtig. Sehr schön. Genau.
Alles klar. Bello Twitch, alles klar, ist genommen. Cool. Ich nehme auch irgendwas Cooles. Nehme ich mal. Ja. Genau. Nee, gefällt mir nicht. Auch nicht, ja, obwohl, egal. Nehme ich hier das einfärben, aber ein bisschen heller. Mache ich so. Genau. Ja, nächste. Achso, warte, Fassade anpassen hast du schon. Machen wir so. Und so, Zeichentyp. Ja, ich kann nichts dafür, Bello. Genau. So, ich bin jetzt auch bei Akzeptieren. Spiel. Ja, Spielbeginn mache ich jetzt auch. Alles klar. Sehr schön. Super. So, dann machen wir erstmal alles fertig. Nein, bitte nicht. Sonst kommst du nämlich gar nicht voran heute. Bello macht nämlich immer denselben Fehler und bestellt immer von einer Sache 100.555 Stück. Und ja, das ist doof. Wir haben doch nur Elektro bestellt. Ne? Genau. So, fordern Sie eine Lieferung an. Alles klar. Aktualisieren Sie das Schaufenster. Das machen wir auch mal. So, und du hast auch einen Zuschauer, habe ich gesehen, Bello. Genau, fordern wir. So, und jetzt das Schaufenster weiterhin dekorieren. Mache ich hier. Oh, ich mache hier mal. Tablets sind auch nice, ne? Fechttablet. Was gibt es denn hier für Schicke? Ich probiere es mal mit. Mit Tablets, genau. Kaufen Sie Displays für Ihre Artikel. Packen Sie Ihre Artikel aus. Kaufen Sie Displays. Achso, ja, und. Genau. Shop und so. Ja, na klar. So, mache ich jetzt mal das. Passe die Farbe an. Ich habe noch gar kein Design. Ha. Könnte auch. Was wäre denn schwarz? Oh, sieht auch nice aus, ne? Und hier so. Oh ja, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Kopiere ich mir das mal. Kopieren. So. Ja, ich habe schon gesehen, Bello. Ich habe es schon vermutet. So, ich mache gleich noch die Wände ordentlich.
nehme ich, was ist das? Oh, das ist auch irgendwie nice, ne? Ich nehme mal das hier. Sieht auch irgendwie schick aus. Oh ja. So, habe ich schon einen Artikel eigentlich gekriegt? Ich habe keine Ahnung, ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Doch, ich habe schon Artikel drinne. Alles klar, ich packe die aus. So, okay, Artikel zum Shop hinzufügen. Boah, voll dark, Alter. So, machen wir es so. Nein. Okay. Ich habe den Boden schwarz. Genau. Okay, kaufen Sie Registrierkasse, öffnen Sie, kaufen Sie Computer und so weiter und so fort. Kasse kaufen wir auch, machen wir die hier, die ist eigentlich auch mal sehr nice. Die machen wir aber direkt hier mal hin. Die würde ich auch direkt mal... So, ich bin jetzt zwar relativ unten im Geld, aber dafür habe ich jetzt auch Sachen gekauft, die gut weggehen, weil ich habe auf die Dings geachtet. Alles klar. So, beim Mitarbeiter kaufen wir jetzt noch einen Computer. Und können den Tag beenden. Sehr schön, ich auch. So, ich bin zwar jetzt bei minus 61, aber dafür habe ich richtig Platz. Sehr gut. So, schließen. Nein, heute ist der Verkauf von Computern und ich kann da nichts machen. Oh nein. Bestellverlauf. Bestelle ich mir nochmal die. Wie viel habe ich? 1635. Okay. Ich hatte Tablets. Das hier. Kann ich, glaube ich, nicht so viele machen. Kann ich drei? Nee, dann mache ich nochmal zwei. Ich brauche ja noch... Ja, mache ich das so, genau. Okay, ich bin soweit... Achso, wie war das jetzt mit den Öffnungszeiten? Die lassen wir ja erstmal so, ne? Danke. Alles klar, danke Blondie fürs Craften. Ja. Alles klar. Tag beginnen. The new stuff heißt bei mir mein Laden, ne? Weißt du Bescheid? So, brauche ich jetzt noch für Tablets, Mobilgeräte, Tablets noch was? Dann nehme ich so eins. Genau, mache ich das dahin. Dann hänge ich das aber hier neben der Kasse hin. Genau, dann das und einfügen. Alles klar, oh, schwarz, Alter, schwarz. Ich bin bei 8.41 Uhr, ja, genau, wir sind gleich. 8.47 Uhr, ja, ist alles gleich, Bello, alles gleich, alles easy. Oh, hier ist sogar noch was drin, hey. Oha, okay, war sogar noch. Passen hier nur vier hin, achso, hier passen nur vier hin. Okay. Lieferung ist da. Dann gucken wir doch dann gleich mal nach der Lieferung. So, hallo, guten Tag, lieber Herr. Ich habe eigentlich keine Rechner, aber Mobilgeräte habe ich. So. So, und erzählen Sie mir mehr. Genau. So, ich würde sagen, ich packe das schnell noch aus, falls ich Zeit habe. Ja, das passt. Super.
So. Tablets machen wir dir. Sehr schön. So, dann kann ich die Kasse öffnen. Achso, der will gleich noch. Ne, der will nicht reden. Okay. Sehr schön. So, okay, der hat gleich was gekauft. Das ist gut, jetzt kann ich nachfüllen. Super. Ach so, Preise. Also Preise konnten wir einfach ändern, ne? Gut. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Boah. Kann ich für 550 vielleicht sogar das Tablet machen? Oha. Das geht. $160 verdient, yeah. So, und kauft die was? Nö, die kauft nichts. Also gehe ich mal raus und rede mal mit den Leuten hier. Nein, du willst nicht mehr reden. Du willst reden. Ich habe aktuell Mobilgeräte, ja. Sehr interessant. So, und danke, aber nein. Aber die ist doch happy. Die kommt doch rein, siehst du. So. Nochmal Mobilgeräte und das und schubs und sehr schön. Danke für dein Raid-Oh von 15 Leuten. Dankeschön. Hi Tina. Oh ja. Jetzt geht's ab hier. Ja. Gleich noch ein Shoutout rausgehauen. Bin auch wieder bei dir. Alles klar. Hallo Adrian. So, wer ist mit rein? Oh, so viele Wups, Wups. So wie Chaos TV. Dankeschön. Hallo. Pi wieder. Jens, Hallöchen. M. Pulchek. Hallöchen. Ich habe auf dem oberen Bildschirm habe ich nämlich gerade den Bello. Und deswegen muss ich kurz mal beim Handy gucken, wer da alles reingekommen ist. So, jetzt machen wir mal kurz hier Kundenakquise, ne? Wisst Bescheid. So, ja, Adrian ist wieder dabei. Chichi, ja, ziemlich cool. So, machen wir nochmal hier den. So. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren, da sind. Ha! Ein Raid überfordert mich immer. Ihr Lieben, nicht vergessen. Zweimal auf Bittchen klicken, damit ihr als Zuschauer zählt. Work of Books. Ich muss erstmal lurken. Meine Mama ist gerade angekommen. Alles klar. Dann, vielen Dank. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Dankeschön, Tina, für deinen Raid. Und schöne Grüße an deine Mama. Wir hatten uns doch gestern über Pink Floyd und Beatles unterhalten, wenn ich mich recht erinnere. Genau, Bello hat es erzählt und ja, Jens, haben wir genau über Pink Floyd und The Beatles haben wir uns unterhalten, ganz am Ende noch von meinem Stream. Und Bello macht nach jedem Gameplay mit uns, macht er Urkunden, stellt er Urkunden aus. Sehr cool, sehr cool. Richte ich sehr gerne aus. Sehr schön, Tina, sehr schön. So, kurz mal was trinken, ne? Aber ihr habt ja gehört, es kam ein wunderschöner Sherlock Dingsen rein, ne? Sound Alert rein. Genau.
Oha, Bello, oha. So, bei mir geht's, aber die Tablets sind alle und fast alle VR-Brillen. Ey, wir haben gleich viel Geld, ne? Bello, wir haben fast gleich viel Geld, ne? Ja. Ja, ist ziemlich krass, ne? Ja. Genau. Nee, jetzt läuft's bei dir. Jetzt läuft's, ne? Jetzt ist es super. Genau. 160 nochmal verdient. Ja, meine. Sehr schön, sehr schön. So, wir reden nochmal mit... der redet doch nicht mit mir. Der will nicht mit mir reden. Oh nein. Oh. Genau. Ja, Jens, wir haben gestern wunderbar über Musik geredet. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das fand ich sehr, sehr cool. Wenn du Bock hast, morgen früh rede ich auch wieder über Musik. Da spreche ich am Anfang des Streams. Also ich fange ja schon relativ früh an. Also ich weiß nicht, ob du so früh schon da bist. In den Ferien kann ich ja über... in den Ferien fange ich schon ein bisschen früher an als normalerweise. Und da ist morgen der Release-Radar auf Spotify. Und da bin ich immer am Start ganz gut dabei. Also das mache ich dann immer wahnsinnig gerne nochmal darüber. Ja, unser Sprich hatte ich noch im Kopf, dass ich mir gestern... echt? Boah, das ist ja mega cool. Definiere bitte früh. Früh ist ab 7, wenn ich schon da bin, ne? Freut mich sehr, Jens. Also nach Pi, quasi nach Pi's Stream, eine halbe Stunde nach Pi's Stream fange ich an. Dann... Oh, wow, sehr schön, sehr schön. Fallout dem Bello, Fallout dem Bello. Auf jeden Fall. Genau. Da arbeite ich schon circa eine Stunde. Ja. Ja, okay. Du bist ja auch schon manchmal ein bisschen bei Pi im Stream, ne? So, Adrian. Genau. Und Jens, der Film Yellow Submarine, den fand ich ja so cool. Der ist wirklich richtig, richtig krass. Ich habe den in den 90ern dann geguckt. Klar, wäre auch fail, wenn ich schon früher geguckt hätte. Da wäre ich ja noch nicht wirklich da. Aber ich beende jetzt auch den Tag, Bello. Und da habe ich... was wollte ich sagen? Achso, ich fand den so cool, den Film. Der wurde dann ja nochmal wie geremastert, ne? Sozusagen. Und ja, ich mag auch das Lied Yellow Submarine sehr gerne. Verkauf auf LED-Dings da. Was sind denn LED-Dings? Rabatte, okay. Was ist denn jetzt nochmal mit dem Mindestlager? Artikel hinziehen und auch nochmal verkaufe nach. Füge alles hinzu. Kann ich denn überhaupt? Ja, kann ich. Alles klar. Genau. Fängt ja mit dem Song Eleanor Rigby an. Genau. Auch schon ultra lange nicht mehr gesehen. Ich habe allerdings von Yellow Submarine habe ich so ein Matchbox-Auto. Ist das Matchbox? Ich werde es dann mal raussuchen. Ich habe es irgendwo hingelegt. Ich weiß gerade nicht, wo. Doch, ich sehe es. Ha, ich sehe es sogar. Aber ich will jetzt nicht aufstehen. ich lege es morgen mal auf meinen Schreibtisch. Und wenn ich dich sehe, zeige ich es dir. Dass ich einen Yellow Submarine direkt habe. Ne? Genau. So. Ja, was ist das, LEDD? Was ist das denn, Bello? Aha. Zeig noch mal bei dir, Bello. Ich sehe es gerade nicht. Ach so. Ah. Ah. Oh. Ja, sehr schön. Danke für den Tipp. Nein, mehr Tipps gibst du mir nicht. Mehr Tipps gebe ich dir auch nicht, sondern bestelle ich mal hier so ein Ding. Wie viel Kohle habe ich? Ich habe, brauche ich vielleicht nochmal, mache ich mal 3? Passt das? Ich brauche ja noch so ein Bestingster. Ja. Und es
Und es gibt von dem Lied Yellow Submarine eine deutsche Fassung, aus der, du glaubst es nicht, Sesamstraße, auch Octopus Garden, gibt es Sesamstraßenfassung und beide recht wortgetreu übersetzt. Okay. Wir leben in einem Unterboot-Maschine, Yellow Submarine, hier Taucherboot-Dings da. Oh Gott. Ja. Lieber nicht übersetzen, ne? Sehr schön, Bello, sehr schön. Ich stelle auch mal einen ein. Ich habe ein paar Videos, YouTube-Videos auf Werbung gesehen. Sehr schön, Werbung gesehen, ja. Seit ich Borgerladen, Bürgerladen, ja, Bürgerladen, meine Güte. Im gelben U-Boot leben wir, heißt es da. Ah, genau. Oh, der ist gut. Oh ja, ich glaube, ich nehme den. Oh ja, dich will ich hier. Wie heißt du? Ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Aber egal. Ist mir egal. Du kannst heißen, wie du willst. Du bist gut. Ich stell dich mal. Nein, du willst gar nicht. Ja, etwas weniger als in meinem letzten Job. Oh, komm, echt? Willst du so viel? Boah. Ja, na, aber ich habe dich jetzt auch eingestellt, so. Oh, du hast schon zwei eingestellt. Echt? Ich habe einen erstmal. Ups. So, und sonntags macht er nur wenig. Der kann allerdings in den Verkauf. Sehr schön. Das mag ich am wenigsten. Verkauf. Ich stelle dann das nächste Mal nochmal jemanden ein. Genau. So, sonst habe ich nämlich keine Kohle mehr nachher, ne? Keine Kohle mehr. So, aber sieht ja nicht nice aus, der Laden. Oh, der ist so schee. Ich bin drinne, ja. Achso, oh, Bello. Ja. Ja, spul ein paar Sekunden vor. Ich bin jetzt bei 8 Euro. 8 Uhr, 21, 22, 24, 30. Sehr gut, passt doch. So. Das passt doch alles. Super. Jo. Ich fand den Film Help fand den Film Help sehr cool damals. Oder 8 Days a Week oder so. Es gibt viele coole viele coole Filme von den Beatles, ne, wo sie mitgespielt haben. Fand ich. Ich war ja. 2019 war ich tatsächlich im Beatles Museum in Liverpool. Jens und Chat. Das war der Obermega-Wahnsinn. Das war ja so unfassbar. Mega krass, dass ich glaube, noch Jahre davon zehre. So, die Laptops kann ich. Und einfügen. Okay, sehr schön. Achso. A Day's Harte. Ist der junge Phil als Statist mit dabei? Genau, steht auch tatsächlich in seiner Biografie. Ich habe einen Bello. Ich habe einen Bello. Einen Mitarbeiter. Aktuell. Einen Thorsten. Der Thorsten kümmert sich um die Kunden. Weil das mag ich am wenigsten. Ja, ich rutsche mal kurz rüber. Gottchen, Bücher sind so schwer, ne? Bücher sind so schwer. So, aber ich habe meine Biografien. Die Biografien habe ich gerade neben mir, ne? So, da ist das Buch. Nee, so. Da steht das, da. Kann man das sehen? Kamera muss ein bisschen. Dingsen, aber da die Biografie von Phil Collins. Ich habe ein paar Markierungen gemacht, nur wenige. Nur ganz wenige Markierungen hier reingemacht. Ne? Das ist noch. Nein, ich bin kein Nerd. Aber das Buch kann ich dir. Habe ich dir, glaube ich, gestern schon erzählt, als wir mal kurz über Genesis geredet haben, wo du ja gesagt hast, dass du die Phase mit Peter Gabriel
besser gefunden hast. Da habe ich, was wollte ich sagen? Ich habe ein Sieb, ne? Ich habe ein Sieb im Kopf. Habe ich ja schon gesagt, dass die Hörbuchversion ziemlich cool ist, weil die spricht Phil Collins selbst. Das ist mega cool. Das ist, nice. Genau. So. Und der singt dann auch. So, hallo Thorsten, du machst dich ganz schön nah an mich ran hier. Das ist schon krass, ne? Du standest eben sehr nah bei mir. Hallo, ich kann auch kuscheln. Hallo. Hi. Da. Hallo. Nein, geh mal zu deinen Kunden. So. Und ich gehe. Genau. Ja, ich finde, man kann über Musik einfach unfassbar lange sprechen. Also ich könnte tatsächlich mega lange sprechen. Und ja. Genau. Oh, Bello, du schreibst einen Artikel, sehe ich gerade. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Dum, 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 da. Genau. Und ja. Das dauert aber übelst lange, ne? So einen Artikel zu schreiben, das dauert eine Stunde, ne? Das dauert eine Stunde, muss man sagen. Phil Collins war ja auch Produzent. Zum Beispiel bei dem Album Walking on the Chinese Wall von Phyllis Bailey, aus welchem auch der Song Easy Lover ist. Und er hat auch Frida, die Rothaarige von ABBA, das Album Something's Going On produziert und getrommelt. Ja, dauert lange, ne? Das zu schreiben, so ein Artikel. Ja, ich sehe es immer. Ja, aber waren auch interessant. Habe ich noch was hier zum Auffüllen? Oh, alles klar. Sehr schön. Habe ich hier noch was? Danke, Dienst, fürs Craften von den Karten. So. Genau. Thorsten nimmt eine Pause. Thorsten kann gerne eine Pause machen. Das ist sein gutes Recht. Dafür gehe ich dann mal ein bisschen talken. Ja, du stehst gerade bei den Tablets. Das ist eine großartige Idee. Kannst du gerne kaufen, ne? Das bleibt unter uns. Ja, das bleibt unter uns. Ich bin die Managerin, ne? Also alles cool. Genau, sehr schön. Genau. Jo, bei Bello sieht es auch ganz gut aus. Bello hat aber gerade etwas weniger Geld als ich. Bello kennt ihr bei mir oben im Bildschirm sehen. Ich bin bei Bello ein bisschen unten im Bildschirm. Oh, die haben gerade getanzt. Habt ihr das gesehen? Gleiches Outfit an und haben getanzt. Ja. Lol. So. So. Die Tablets sind gleich weg, oder was? Nö, noch nicht. Oh, ich habe gar nicht das Geld von den Laptops umgeändert, ne? Manchmal 250. Ja. Thorsten ist wieder da. Das ist schön. Die Pause war vorbei. Oder ist vorbei. Ha. Very nice, very nice. Sehr schön. So, ich würde dann nachher meinen Laden ein bisschen erweitern. Also nicht erweitern, aber die Zeiten etwas erhöhen. Bello. Okidoki. Bis 20, oder? Seid ihr dort, sagen wir, also von 8 oder
Ja, von 8 bis 20. Das ist doch super. Ja, mach mal. Alles klärchen. You say hello and I say goodbye. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. Yes. Ich weiß nicht, warum ich das Lied gerade im Kopf habe, aber wahrscheinlich, weil wir gerade über die Beatles geredet haben. Tja, die Beatles. Ein ewiger Ohrwurm. Und so wichtig für die Popkultur. Genau. So. Sehr schön. Ja, bei dir ist 17 Uhr. Bei mir ist auch gleich 17 Uhr, Bello. Aber du kannst gerne schon Feierabend machen, wenn du willst. Ich kassiere noch zwei Leute hier ab und dann sind wir auch fertig hier. Und kauft die jetzt noch einen? Nee, die kauft nichts mehr. Alles klar. Na, dann machen wir. Oder doch. Doch, die will noch was kaufen. Oha. Was hatten die jetzt gekauft? 160. Ah, noch eine VR-Brille. Okay. Die kann ich auf jeden Fall nachkaufen. Dann tschüss, Thorsten. Bis morgen, Thorsten. Es war mir ein Vergnügen, Thorsten. Ich kann noch jemanden einstellen, Thorsten. Das ist sehr schön. Dann gucke ich, dass ich nochmal jemanden einstellen kann. Ein paar Bezahlsysteme. Ach, Kasse mache ich eigentlich gerne. Ricarda, Lechner. Kurse, Bezahlsystem, Abende, Restaurant. 5 Jahre stellvertretender Manager. Ach ja, gucken wir mal bei der danach, ne? Genau. So, Wiederbeschaffung. Nee, oh, ich bräuchte eigentlich jemanden bei Wiederbeschaffung. Verkauf, Marketing, Kasse. Na gut, dann gehst du halt an die Kasse. Dann gehst du an die Kasse. Okay, aber nicht weniger. Alles klar, du bist eingestellt, Ricarda. Sehr schön. Also, so. Achso, ja, ich mache noch die Tage ein bisschen höher. Genau, mache ich jetzt mal, bevor ich das andere alles einstelle, Bello. Oh, du hast Janine eingestellt. Das ist aber schön. Ja. Hatte doch heute der German Let's Play auch. Der hatte doch auch eine Janine drin. Vielleicht ist er sogar dieselbe. Man weiß es nicht. Oh, es wäre so cool, wenn man tatsächlich irgendwie beim anderen mitmachen könnte, ne? Den anderen besuchen könnte oder. Ah, ich muss dahin. So. Ich noch nicht, muss noch meine mitarbeitenden Menschen einstellen. Komm, du kriegst Sonntag frei, dann mach mal hier alles voll. So, machen wir das so, genau. Und Ricarda kriegt den, machen wir den Samstag frei. Ansonsten hier auch alles relativ voll. So, ja, das können wir so lassen. Und du gehst, wo gehst du hin? Ach so, ja, dann gehst du in die Kasse, an die Kasse. Mach mal 13. 13 Uhr, Pause. Ich habe noch nicht bestellt. Oh, Bello. Du warst 2 Minuten früher fertig oder so. Ja, also chill nochmal. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? Oh, ich habe ja doch. Naja, ist gut. Es geht, es geht, es geht, es geht. Aber ich würde gerne nochmal. Mal irgendwas wollte ich zu Behörteile. Ja, ich kaufe noch eine schicke, eine fesche Maus und so, ne? Ja. Am besten hier, die rote. Wie viele kann ich machen? Kann ich 5 machen? Kann ich auch Tastatur machen? Die rote Tastatur. Hier ist doch irgendwo irgend so eine rote Tastatur oder so bestimmt. Nehmen wir ja, die hier. Die passt. Kann ich da auch 5 machen? Kann ich auch 5 machen. Dann bestellen wir das. Sehr schön. Und abmelden. Ich bin jetzt
Fertig, dass ich rausgehen kann. Ja. Die haben ja bei dir gar keine Pause. Boah, bei Bello war es auch schon mal so, dass wirklich mal in einem Tag, glaube ich, 5 Leute gekündigt haben, ne? Oder so. Das ist so krass. So, ich habe jetzt mal Musik bei mir angemacht. Hehe. So. Wir wollen ja mal ein bisschen, noch ein bisschen nebenbei hören, ne? So, wenn wir schon mal dabei sind. Hier mache ich einen Dingsen. Also mehr kann ich gar nicht. Naja, gut. Dann mache ich wenigstens hier das und einfügen das. Genau. Der Lieferant ist fertig. Da kann ich es nämlich auspacken. Sehr schön. Hast du nichts bestellt? Ach so. Der kommt doch aber um dieselbe Uhrzeit immer. Ach so. Ach so. Naja, dann muss er halt erstmal zu mir. Dann war er eben erst zu mir. Ladies first, weißt Genau, der war halt erstmal bei mir und dann ist er jetzt bei dir. Ist doch sehr schön. So, mache ich hier die Mäuse hin. So, dann ändere ich gleich noch am besten gleich den Preis. Gottchen. Falls jemand Fragen zu dem Spiel hat, einfach in den Chat rein. Mache ich mal. Boah, 70 Euro eine Maus. Ist schon heftig, ne? Aber egal. So. Eine gute, eine mega gute Maus kann man damit kaufen. Ja. So, Thorsten, geh bitte hin, da fragt jemand nach dir. Ich rutsche, kann ich gar nicht. Okay, mache ich das wieder dahin. So, das sieht doch eigentlich ganz schnieke aus. Genau. Und da die ja eigentlich hier beschäftigt sind, kann ich ja selbst nochmal einen Artikel schreiben, ne? Das ist ja auch ganz cool. So, ich nehme mal Studenten. Ich schreibe jetzt mal einen Artikel für Studenten. Wäre es nicht lustig, wenn man wirklich einen Artikel schreiben müsste? Hm. Genau. Oh, bei dir heißt Anna Samuel. Ne? Samuel, Simon und Janine. Sehr schön. Du hast schon für alle Begebenheiten fast. Nur noch Marketing fehlt bei dir, Bello. Nur noch Marketing fehlt bei dir. Sehr schön. Dankeschön, Blondie, fürs Craften bzw. Leveln. Redeemed. Yeah. Ja, habe ich so eingestellt. Könntest du eigentlich auch machen, ne? Bello, also beziehungsweise du könntest Stream Heroes machen. Karten kannst du noch nicht machen, da bräuchtest du Affiliate, aber du kannst ja schon mal so ein bisschen Energie farmen oder leveln oder so, es geht ja auch alles, ne? Das machen einige, das ist super cool. Ja, ich liebe es auch. Ja. Ich könnte eigentlich noch mal einen Artikel. Hipster. Komm, wir schreiben noch einen Artikel für Hipsters. Die VR-Brillen sind eher für Hipsters, ne? Und so. Genau. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, wer hat denn Pause? Keiner. Achso, die wollten nur mal was gucken. Ich müsste denen mal einen Tisch oder. Die müssten aber bald Pause machen. Dann müsste ich denen mal Kaffee oder so hinstellen.
Boah, bei dir geht's ab. Oha. Ja, aber bei dir ist schon einiges los, ne? Du hast auch mehr Kohle als ich, ne? Aber was hast du denn alles? Hast du nur zwei Displays drin, Bello? Ich habe VR-Brillen, ich habe Tastaturen, ich habe jetzt gerade habe ich nur noch zwei Displays, aber normalerweise habe ich noch Tastaturen, Mobilgeräte und. Alles klar. Bei mir passiert gerade gar nichts. Ah, doch, jetzt hat jemand was gekauft für 160, 260 wurde gerade was verkauft. Oder 160 war es. Haha, 160. Ja, könnte. Nee, du führst gerade momentan, ne, Bello? Wollte ich nur sagen. Ja, aber Aktuell. du kannst ja immer noch aufholen. Wir haben immer noch etwas über eine Stunde. Ja, natürlich, klar. Ja, wir machen heute ungefähr bis um 3. Wollte ich noch sagen, Leutchens. Genau. So, ich kaufe jetzt noch mal eine Kaffeemaschine für meine Mitarbeiter, Mitarbeitenden. Und mache den. Ich mache das hier so ein bisschen mintgrün, aber einen schicken Boden. Ja, der ist doch schick, ne? Genau, damit das alles so ein bisschen, damit die so ein bisschen freudig sind, ne? Gerne, damit die gerne arbeiten, ne? Und so ein bisschen Limettengelb oder was. Das, ne, nehme ich mal hier, das hier, ja. Das sieht auch ganz gut aus. Oh, es ist gerade keiner an der Kasse oder was? Ah, oha, die ist. Stimmt, oh Gott, ich sehe die, dass die anderen. Das, boah, ich sehe die, aber ich kann auch abkassieren, ne? Ja. So, aber. Ja. Aber ich kann auch VR-Brillen nachfüllen, aber die sind jetzt auch schon wieder fast alle. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich cool. Willst du den Laden morgen weiterführen oder wollen wir morgen einen neuen Laden machen? Aber es sind scheinbar. Alles klar, können wir gerne machen, ja. So, mal die Tastaturen hinmachen, nur die. Ich weiß nicht, was ich suche, ich sterbe davor. Das ist schön. So, dann machen wir das hier noch. Machen wir hier. Also, die Mäuse gehen gar nicht, scheinbar. Aber ich kann ja noch den Preis ändern. So, dann mache ich hier noch Tastatur hin. Und mache ich gleich noch den Preis anders bei den Tastaturen. Oh, 50. Mache ich mal 55. Und die Mäuse ändere ich einfach mal. Die gehen nämlich gar nicht. Mache ich 60, die Mäuse. Genau. Mach die Mäuse mal 60, dann geht das. So, jetzt gucke ich mal ins Lager, was ich hier noch alles habe. Wahrscheinlich nur noch die Tastaturen. Ach so, ein Laptop, drei Tastaturen, eine Maus. Kann ich. Nee, Laptop kann ich. Alles klar. Bello. Ich halte die Stellung. Du hast übrigens mehr Kohle als ich. So, ich werde mir allerdings schon mal so eine. Kann ich die denn hier hin machen? Achso, ich kann nicht. Da mache ich die dahin, genau. So. Dann überlege ich schon mal, was ich dann als nächstes noch zusätzlich holen könnte. Und die VR-Brillen, die mache ich mal. Ja, kauf noch was, genau. Dankeschön. Muss ein bisschen symmetrischer sein oder so ähnlich. Keine Ahnung. So, ja, das ist doch ganz gut. Ja, hier hat man Platz, hier kann man rumlaufen. Genau, ich werde den Laden auch nicht allzu groß machen. Sondern mich lieber auf. Jetzt habe ich noch ein Display hier. Und kann den Rest eigentlich so steuern. So, das ist leer. Cool. So,
die Tablets sind auch leer. Dann würde ich sagen, überlege ich schon mal, was ich mir als nächstes, was ich noch zusätzlich bestellen könnte. Was ich holen könnte. Was gibt es denn noch? Wir haben ja im Prinzip Laptops, nur Zubehörteile. Dann würde ich einfach noch mal. Ja, warte mal, ich überlege gerade. Was ist das hier eigentlich? Das weiß keiner. Das hier sind Modems oder so. Ja, ich würde noch mal Lautsprecher holen. Hier so einen schwarzen Drucker. Was gibt es noch bei Monitore? Die VR-Brille, die blauen gehen tatsächlich am besten weg. Ich würde allerdings noch mal gucken, ob man vielleicht die. Na, die schwarzen. Na, ich weiß nicht. Na, ich weiß nicht. Monitore brauche ich nicht, weil ich habe Tablet. Vielleicht Handys. Handys gehen eigentlich auch immer ganz gut, ne? Dann würde ich einfach mal so ein Klapphandy nehmen und noch ein ganz modernes. Das hier. Genau. Die würde ich dann nochmal zusätzlich bestellen wollen. Auch nochmal von jedem 5. So. Kann ich jetzt eh noch nicht machen. Brauche ich eh noch irgendwas, wo ich das dann draufpacke. Willkommen zurück, Bello. Also Tastatur wollen nicht so, Mäuse wollen auch nicht so. Okay. Alles andere ist eigentlich schon ganz gut dabei. Handys wollte ich, nee, mache ich nicht so viele Handys. Mache ich mal von jedem zwei dann. Und hier auch erstmal nur zwei und hier auch erstmal nur zwei. Dann kann ich den nämlich jetzt sogar schon bestellen. Dann habe ich das nämlich erstmal weg und dann kann ich dann nochmal gucken, was ich nachbestellen kann. Wir haben nämlich ja eh schon fast wieder um 8. Und dann geht das nämlich auch, ne? So, die kauft noch was und ich gucke jetzt nochmal hier raus. Der sagt jetzt bestimmt nichts. Ah, okay. Du bist schon ins Büro gegangen. Ich sehe dich aber noch. Achso, jetzt sehe ich es. Okay. Alles klar. Jetzt sehe ich, dass du ins Büro gegangen bist. Okidoki. Ja. Oh nein. So, geht der jetzt? Gehen die jetzt? Ah. Okay, der kauft noch was und dann. Kann ich? Ich gehe jetzt auch ins Büro. Okay, 1081 habe ich. Okay. Oha, ich habe jetzt auch eine E-Mail. Fehlender Kurs. Ja, komm, ich melde dich an. Alles klar. Ich weiß nicht mehr, was du gemacht hast, aber gut. So, bestellen. Hinzufügen. Kann ich gar nicht mehr, ne? Aha, ja, dann lasse ich das mit den Laptops mal. Ich brauche, oh Gott, ja, die Tablets sind so teuer. Das hier auch, ne? 5 mache ich auch noch immer noch so teuer. Oh Gott, die Tablets. Wie viele von denen immer noch? Null. Na gut, dann mache ich das so. Ja, ich habe ja noch was bestellt gehabt, das kann ich ja noch mit reinbringen. Dann würde ich jetzt aber auch noch mal gucken, dass ich noch mal jemanden einstelle. Ein paar Kurse im Bezahlsystem, aber keine wirkliche Erfahrung. YouTube-Videos und Werbung. Sommerlang besuchte Sommerkurs. Diana Kaminski. Birte Drechsler. Ein paar Bezahlsysteme, ein paar YouTube. Achso, wir sind schon wieder. Ja, dann gucken wir mal hier, was mit ihr ist.
Wiederbeschaffung nichts. Das, na gut, Wiederbeschaffung kann ich ja auch noch mal. Marketing. Ja, komm, dann soll sie mal ins Marketing. Nicht das beste Gehalt, aber gut. Dann geht sie ins Marketing. Dann stelle ich noch die. Wobei, Verkauf, Kasse. Na gut, Kasse kann ich ja notfalls auch machen. Dann kriegt sie aber den Freitag frei. Und warum ist sie? Ach so, ja, dann soll sie Marketing machen heute. Genau, dann soll sie ins Marketing. So, ich bin fertig, Bello. Ja. Das entspricht nicht meinen Erwartungen. Ja, okay, aber nicht weniger. Ja, immer die. So, hast du Bello? Ach so. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Komm. Ach so, können, okay. Alles klar. Ich dachte, du wolltest noch irgendwas machen. Sehr schön. So. The new stuff. Super. So, ja, hier habe ich gar nichts mehr, ne? Aber ich konnte jetzt auch nicht wirklich viel bestellen. Na gut, mal schauen. Mal schauen, wer kommt denn jetzt eigentlich alles? Okay, Thorsten ist auf dem Weg. Das ist gut. Ricarda ist heute nicht da. Was ist mit der anderen? Habe ich die. Ach so. Ach, die hat heute gleich frei. Oh, das war ja jetzt fail. Kann Thorsten eigentlich auch an die Kasse? Thorsten kann auch an die Kasse, notfalls. Okay. Sehr schön. So, dann kann ich hier gleich ein paar Sachen reinbringen. Rechner, Computer hatte ich nichts. Hier, okay. Ich kann das nämlich auch. Da. Und da. Und so. Sehr schön. Dann ändern wir gleich mal den Preis. Machen wir einfach erstmal 110, um zu gucken, wie es ist. Und die Drucker machen wir auch mal 110, um zu sehen, ob wir die wegkriegen. Genau. So, kann ich hier was auffüllen? Aber nicht viel, ne? Ja. Fail. Hatte ich hier jetzt noch was? Nö. Okay. Der geht einfach schon wieder. Ja, mal. So, also ich habe jetzt Drucker und ja, mal schauen. Ich müsste mal gucken, dass ich. Mal, ich gucke nochmal, dass ich die Mäuse vielleicht günstiger mache. Ich krieg die für 35. Dann mache ich die mal für 50. Hier mache ich auch mal 50 die Tastatur. Okay. Die sollen ja weggehen, die sollen ja kein Ladenhüter bleiben, ne? Genau. So. Oh, mit dir kann ich gleich reden. Das ist schön. Ja, eigentlich nicht so wirklich Rechner. Ich habe Mobilgeräte. Das, 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 das. Interessiert mich nicht. Nee, hört sich interessant an, hat die gesagt. Okay. Uhu. So, ich hoffe, die kauft mal was. Das ist schon um 10 und ich habe noch keine Kohle eingenommen heute, ne? Noch nichts eingenommen jetzt für diesen heutigen Tag. So, Thorsten, it's your turn. Du darfst wieder arbeiten. Oh, die hat ein Tablet geholt. Das ist schön. So, wo ist ein Thorsten? Thorsten. Ah. Oh, 550. Das geht doch langsamer. Das geht doch, ne? So, dann kann ich jetzt nochmal ein Regal holen. Ich weiß nicht mehr, was habe ich denn noch im Dingsen drin? Ach so, die Handys. Ich hatte doch Handys bestellt, ne? Mobilgeräte, Telefone. Ich würde aber. Kann ich die nicht noch hier hinmachen?
Ja, kann ich noch so ein Ding machen? Ja. Ja, hallo. Gekuschelt wird jetzt nicht. Ich will jetzt nicht kuscheln. Nein. Oh. Warum sind so viele Menschen hier? Hm. So, Mobilgeräte, Tablets, Telefone, ja, genau. Sich mache ich dahin. Mach mal noch. Ups. Ist hier jemand an der Kasse? Nö, aber Thorsten arbeitet fleißig. Das ist very good. Mobilgeräte, Telefone. Jetzt muss ich mich beeilen, weil gleich pfeift das bestimmt. Pfiff, pfiff. So, jetzt muss ich aber an die Kasse langsam mal. So, okay. So. Bei Picobello war vorhin, beziehungsweise also Tina hat vorhin in ihrem Stream noch über den Farming Simulator geredet. Und der interessiert mich ja auch so ein kleines bisschen, weil das ist ziemlich cool. Du kannst da nämlich bei anderen scheinbar in der Farm mithelfen. Das würde ich auch gerne machen. Aber wenn wir jetzt aber noch mehr Spiele und ich komme wirklich gar nicht mehr zum Lesen, ne? Wobei ich momentan auch Hörbücher hören muss, weil ich noch ein paar Rezensionsexemplare als Hörbuch habe. So, ich kann. Ah, ich habe vergessen, die Preise zu ändern, zu editieren. Ich bin ein bisschen weiter vorne als du, habe ich das Gefühl. 1400. Oha. Das ist gut möglich, Bello. Das ist gut möglich. Ich bin bei 902. Ja, du bist aber von der Zeit her ist immer gleich. Du bist nur 500 mehr oder so. Ansonsten geht es, ne? Ansonsten ist es relativ gleich. So. Also von der Zeit her ist es immer richtig, ist immer gleich. Aber ich hole auf, ne? Ich hole auf. Ich hole langsam auf, ne? So. Okay, wuhu. Oh, jetzt bin ich bei 1522. Also ich habe dich überholt, ne? Das wollte ich nur sagen. Hehe. Oha, der Thorsten, 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 da will wer was von dir. Warum stehst du da rum? Da will doch einer was. Geh hin, danke. Thorsten, Thorsten, Thorsten. Musst du aufholen, jawohl. So, der verkauft noch was, dann kann ich wieder auffüllen. Der kauft noch was, meine ich. Okay. So, hier kann ich jetzt. Ah, ich habe noch eine Maus gehabt. Okay, das ist schön. Und hier noch nichts mehr. Sehr schön. So, hallo, schönen guten Tag. So, 160, alles klar. Habe ich hier jetzt noch was? Nö. Habe ich hier was? Jo, Tastaturen hatte ich noch. Thorsten nimmt eine Pause. Aber komischerweise Drucker oder Lautsprecher wollen nicht so wirklich, ne? Habe ich so das Gefühl. Das ist voll seltsam. Das ist total seltsam, echt. So, aber der hat 100. Aber das verstehe ich nicht. Das ist bei jedem, bei Andy gefühlt immer so. Und jetzt war der aber enttäuscht von dir. Aber immerhin, die Handys gehen. Scheinbar. Thorsten, wo bist du? Ich vermisse dich. Oh, der will. Hallo, schönen guten Tag. Sie wollen einen Drucker? Oh, das ist der beste Drucker, den ich. Oh, der will keinen Drucker. Oh Mann. Warum wollen die keine Drucker? Soll ich den Drucker günstiger machen oder was? Was habe ich denn auf. Mach ich mal hier so. Ich will ja. Und irgendwie die Lautsprecher wollen auch nicht so wirklich, ne? Mach ich das hier halt. So. Dann. Okay, wie sieht's aus? Die VR-Brillen gehen halt, ne?
Vielleicht sollte ich die VR-Brille nochmal teurer machen. Oh, der hat was für 320. Boah, ich glaube, der hat zwei VR-Brillen geholt, ne? Ich mach mal die für 180. Kauft die jetzt noch? Oh, kauft die noch einen Laptop? Ich glaube, die kauft noch einen Laptop. Ich glaube, die hat eine VR-Brille. Nee. Aber immerhin eine VR-Brille. Und für welchen Preis? Für den alten noch. Na gut, immerhin. So, eine VR-Brille habe ich noch, aber und wir haben erst 16 Uhr. In 4 Stunden oder so ist erst Feierabend. Oha. Und ich habe schon so viele freie Felder wieder, aber immer noch viel zu viel Zeugs, ne? Hallo. So, was habe ich denn hier eigentlich noch drin? Immer noch zwei Tastaturen. Oh, Sie wollen etwas kaufen. Ich bin sofort bei Ihnen. Sehr schön. Guten Tag. So, ich habe immer noch ein bisschen mehr. Oh, der will ein Handy. Die wollen Handys, aber ich habe keine Handys mehr. Oh nein. Uhu. Müsste ich mal das nächste Mal wohl ein paar Handys mehr holen, ne? Ja. So. Ups, 90. Und was kauft der? Servus. Für 250. Oha, oh, der hat den Laptop gekauft. Oh, 430 hat er bezahlt gerade. Was? Oh. Oh. Oh, jetzt ist fast alles weg. Oh, jetzt kann ich aber mal nachbestellen langsam. Jetzt sind ja nur noch die Tastaturen da. Oha. Das ist ja mal krass. Verkäufer nachbestellen. Ich könnte alles nachbestellen, ne? Gerade. Und wir haben noch 2 Stunden. Ich habe nichts mehr im Lager. Naja, dann kauft's auch. Ja, ich habe aber auch gerade alles verkauft, ne? Ich habe nur noch 2 Tastaturen, Bello. Ich will aber gucken, was die Brillanz ist, ne? Ehe ich dann neu bestelle. Um eventuell nochmal gucken, ob ich nochmal was anderes bestelle. Wobei alles relativ gut geht, gerade, ne? Die Preise ein bisschen gesenkt von den Druckern und von dem Drucker und von den Lautsprechern und dann gingen sie weg, ne? Hauptsache die Tastaturen gehen weg. Ich habe da noch 2 im Angebot. So, aber es ist ja gleich Feierabend. Es ist ja nur noch 1:15, ne? Dann geht das. Oh, der kauft eine Tastatur. Kauft ja auch gleich die zweite noch. Das wäre lustig. Hä, der hat sich eine Tastatur genommen und dann hat er noch eine Frage gehabt. Das ist ja lustig. Sehr komisch. So, aber immerhin. Nochmal 50 Euro. Sehr schön. Kann ich das hier auffüllen? Buff, aufgefüllt. Bam. So, müsste ich jetzt nur noch eine einzige Tastatur hier drin haben. Very good. So. Dankeschön, Bello. H-I-I. H-I-I. Lol. H-I-I. Hi. Ich habe auch gleich Feierabend. So, Thorsten redet noch mit einem Kunden. Und ja, dann können wir Feierabend machen. Sehr schön. Und Feierabend. Feierabend. Naja, 3000 noch, ne? Das ist doch super. Oha! Es sind Touristen in der Stadt. Oh, ich habe Touristen in der Stadt. Oha.
Oh, was kaufe ich denn da auch? Ganz viele. Ich kaufe da mal von denen hier ein paar. Aber ich lasse die trotzdem mal drinne. Tastaturen brauche ich. Ja gut, lasse ich mal. Was? Welche Playstation? Das soll eine Playstation sein, beziehungsweise erst. PlayStation Ach so, das soll. Okay. Dann hole ich die blaue, die rote, die blaue. So, habe ich noch genug Kohle für? Mache ich den mal weg. Obwohl, dann würde ich sagen, mache ich die weg. So. Und die. Dann passt es immer noch nicht. Ich will mal gucken, was das, ob es passt. Die gingen gut. Die lasse ich. Mäuse kann ich eigentlich runter machen. Und immer noch nicht. Naja, mach ich es mal so. Mach ich es mal so. Genau. So, abmelden. Der Thorsten hat einen Skillpunkt. Thorsten hat einen Skillpunkt in Verkauf. Oh, kann ich noch gar nicht machen. Dann müsste ich ihn erstmals zu einem Kurs anmelden. Aber das will ich jetzt gerade nicht. Marketingkasse. Ja, das passt. Dann machen wir das so. So, ich wäre. Hast du noch jemanden eingestellt? Ach so. Gut. Ja, ich bin auch fertig. Ich kann auch. Sehr schön. So, keine Zinsen. Sehr schön. Ich kann hier rein joinen. So, aber ich habe echt nichts mehr im Laden. Ne? Nur noch Tastaturen zwei. So, jetzt. Nintendo Switch, du hast eine Nintendo Switch. Oha. So. Hab den Nightbot activated. So, habe ich schon eigentlich, habe ich jetzt gesehen, dass ich, habe ich gesehen. Also eigentlich habe ich nicht gesehen, dass ich was bekommen habe, aber ich tue jetzt mal so, dass ich den Verkäufer gesehen habe, ne? Den Lieferanten gesehen habe. Genau. So, 14, 15, 16, 17, 18 und alles klar, passt. Thorsten ist auch auf dem Weg zur Arbeit. Ja, very nice. So, gucken wir mal, dass wir erstmal die hier alle auffüllen. Sehr schön. Das hier ein Tablet nur geholt. Oha. Naja, gut, ich hatte ja so eine PlayStation oder was auch immer das ist. Handys. Und nochmal Handy. So, was hatte ich jetzt? Hatte ich hier irgendwas? Nein, hier hatte ich nichts. Hier kann ich alles neu einstellen. Okay, Computers. Ach so, Laptop. Ja, kann ich gleich noch machen. Zubehörteile. Nee, Monitore. Nee. Hatte ich hier noch was? Nö. Okay. Dann machen wir hier noch so ein Ding hin. Und. Okay. So, dann bearbeite ich jetzt nochmal hier den Preis. Mach den auf. So. Und geh an die Kasse. Mach die Kasse auf und lass jetzt mal die Kasse glühen, hoffentlich. So, kauf. Kauft ihr jetzt was? Das hat die jetzt gekauft. Achso. Ach, die eine Maus noch, okay. Kalender. Sightseeing Hipster. 16 Uhr kommen Hipsters. Okay, heute.
Hello, this is your former President Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox with a little bit of yeah. No. Danke, Bello. Und danke noch. Hallo. Ja, war ja. Tina, die Karten funktionieren nicht. Ich hatte gestern auch schon Probleme bei einem anderen Stream. Echt? Mach mal, hast du es schon mal gereloadet? Kann aber sein, dass manchmal irgendwie habe ich das Gefühl, dass so der Zähler geht nicht hoch. Hab alles befürchtet. Achso, ja. Das kenne ich auch und das nervt so, wenn du eigentlich nur einen einzigen Streamer hast, den du gerade gucken willst, ne? Und da sind, das will einfach nicht aktualisieren, ne? Das ist ätzend. So. Vielleicht die App holen? Vielleicht nochmal mit der App. Das mit der App versuchen. Das mache ich dann nämlich auf, dass ich die App nehme am Handy. Oder wo auch immer. App ist eine gute Idee. Ja. Ist auch kostenlos. Kannst du auch im Prinzip fast dasselbe machen. Nachbestellen, wenn dann gleich eh die Hipsters kommen. Käufe nachbestellen. Dann würde ich mir Monitore nochmal VR. Ich guck mal wegen den schwarzen, wie die schwarzen VR-Brillen sind. Wie viel kosten die? Dann hol ich nochmal zwei. Drei? Kann ich drei holen? Kann ich vier holen? Kann ich 5 holen? Nein. Aber 4. 4 kann ich holen. Okay. So, dann würde ich die mir auch gleich nochmal liefern lassen. Das geht. Okay. Du hast gerade 79. Ich habe gerade 1300. Oha, ja, ich habe 39, Bello. Ich habe dich jetzt nochmal direkt über Stream Heroes gestartet. Das ist gut. Ja, das funktioniert dann auch nochmal ganz gut, ne? Genau. Wobei ich manchmal auch nicht verstehe, was der, wie das funktionieren soll. Also, warum das manchmal klappt und manchmal nicht und so. Und das ist manchmal halt ein bisschen strange. Thorsten, geh zu ihr. Und ich kann auch mit ihnen reden. Ja. Verkauf beginnen. Ich möchte die eigentlich nicht rabattieren, aber egal. Spiel. Rabattieren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Wort ist. Was macht ihr denn hier hinten? Warum ist ihr denn hier hinten? Kannst du eigentlich kurz an die Kasse gehen, Thorsten? Du kannst doch kurz an die Kasse gehen. Jawohl, das ist doch schön. Dann kann ich das nämlich auspacken hier. Genau. So, wir tauschen gleich wieder, Thorsten. Keine Angst, don't worry, be happy oder so. Weiß nicht. So, mache ich hier. Diese hier nochmal hin. Sehr schön. Thorsten hat Pause. Achso, naja, gut. Warte mal. Kannst du eigentlich? Du kannst in den Verkauf. Oha. Ich kann in den Verkauf. Alles klärchen. Ah, die kann gar nicht raus, weil Thorsten im Weg steht. Oh nein. Doch jetzt. Oh Mann. Oha, so. Ich bin bei dem Spiel,
gehen ja die Gerüchte um, dass da auch demnächst hoffentlich irgendwann eine Zweieretage kommt, also eine zweite Etage kommt, und dass die Menschen, die mitarbeitenden Menschen auffüllen, dass die dann tatsächlich auch nur eine Sache zum Beispiel auffüllen. Das wäre auch ziemlich nice. Bei meinem, ich sag mal, privaten Account bin ich nämlich durch. Da habe ich ganz viele schon durchgeskillt. Und ja. Genau. Thorsten, du kannst wieder in den Verkauf. Ich bin so lange hier. Ich bin hier. Ich bin hier. So, und wir nehmen mal hier 220 für die. Genau. Oha, kommen jetzt die Hipsters? Ich glaube, die Hipsters sind da. Oder so. Oder waren die schon da? Ich weiß es nicht. Oder sollen die noch kommen? Ich glaube, sie versammeln sich langsam und kommen dann. Kann auch sein. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. So, Thorsten. It's your turn. Du bist am Arbeiten, du musst arbeiten. Ja. Pause hattest du schon, ne? Pause hattest du schon, Thorsten, ne? Aber Tina, falls du noch nicht im Lurk bist, ich weiß es gerade nicht. Das Farming Game Simulator Dings da, was du erwähnt hattest, das interessiert mich ja echt, ne? Also irgendwie hast du mich da schon ja, sehr neugierig gemacht dafür. Oh, ich habe jetzt zwei Leute, die verkaufen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Hallöchen, Bello. Willkommen zurück. Sehr schön. Ja. Nein. Ich habe 1500. Ist doch auch ganz gut. Aber, oh, bei mir kommen gerade ganz viele Leute. Genau, bei mir kommen gerade die Hipsters. Ich gehe mal ganz kurz hier auffüllen. Schnell. Oh, ich habe gar nichts mehr. Oha. Aber ich kann hier auffüllen, oder? Ja. Und hier. Okay. Haha. Aber ja, ich glaube, die sind jetzt aber fast vorbei, die Hipsters. Sind jetzt nur noch ein paar mit lila Hoodies. Und dann geht das. Ich habe dich direkt wieder aufgeholt, obwohl ich zwischenzeitlich tatsächlich noch mal was bestellt hatte, ne? Hä, wo sind meine mitarbeitenden Menschen denn? Achso, Diana. Geh, Diana, rede mit ihm. Thorsten hat schon Feierabend. Oha. Achso, es ist Samstag. Ich glaube, da hatte er eh nur kurz. Also, relativ kurz. Die P ist irgendwas, die will aber nicht weg, ne? Oder jetzt vielleicht? Jetzt? Oh, vielleicht die hier? Will die hier eine? Nein, die will keine. Das Handy geht aber weg. Das Handy will weg. Das Handy weg. Nein, doch nicht. Dann mache ich hier mal. So, ich glaube, das ist doch ganz gut. Ups. Ja, komm, ist im Sale, die PS5. Die ist gerade im Angebot und im Sale und überhaupt und was weiß ich. Genau. So, Diana, rede mit den Leuten. Aber es ist gar nicht so ein großer Unterschied, ne, Bello? Oh nein, ich verliere die Energie. Ah ne, die Janine. Ach so, oh. Mich gerade erschrocken. Ja, und denke an die andere, die verliert auch gerade, die ist gerade böse oder die wird gerade sauer oder so.
Meine muss ich auch mal, die Diana muss ich bei mir auch gleich nochmal nach Hause schicken. Die ist sonst auch ja, ausgeschöpft oder so. Ah nee, es ist ihr eh gleich Feierabend, alles gut. So, wir haben noch knapp 25 Minuten. Sehr schön. So, ich bin schon mal rausgegangen. Alles klar. Dann schaffen wir aber noch einen Tag, also mindestens, ne? Ja, 2 Tage wahrscheinlich sogar. Würde ich Na, auch. nee, einen Tag. Wir brauchen ja auch noch die Siegerehrung. Ja, die Siegerehrung, genau. So, ey, da. Nee, da ist keiner mehr. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal raus. Ins Büro lohnen. Okay, gut, ja, das passt schon. Ne? So, also einen Tag noch. Alles klar. Dann würde ich sagen, Thorsten, hab den Tag mal nicht frei. Ich brauche dich heute. Und zwar den ganzen Tag. Und du kriegst hier frei. Und du gehst in den. Ja, auch Verkauf, genau, Verkauf ist gut. Verkauf ist gut. So was bei den anderen. Ricarda macht heute auch mal den ganzen Tag. Ricarda geht an die Kasse. Verkauf, Kasse, Marketing. Ja, dann kann ich so ein bisschen auffüllen, ne? Das ist gut. Thorsten hat einen Skillpunkt. Oder die, der bräuchte. Okay, lassen wir jetzt mal. Ich brauche den heute mal den ganzen Tag, ne? So, dann hole ich noch mal ein paar. Hier, kostenloser Excel-Kurs brauchen wir jetzt nicht, aber vielen Dank für die Info. Verkäufe nachbestellen. So, ich habe 2781. Mach mal hier mal auch 2. Hier nicht. Achso, die hätte ich sogar noch auffüllen können. Okay. Mache ich hier mal nur 2. Hier mache ich mal 4. So, ich bin fertig. Bist fertig? Okay. Ach, die Mäuse, die gehen eh nicht so gut. Die mache ich weg. Die Tastatur geht auch nicht so. Dann hole ich hier. Oh, ganz knapp. Mann, ganz, ganz knapp ist das. Oha. Oh, ja, machen wir es halt so. So, letzte Battle Start und so, ne? Letzter Verkaufstag. Ich jetzt auch. Letzter Verkaufstag. So, ich starte mit 95. Ich starte mit 95. Sehr schön. Nix Monitorraum, wir das. Okay, nix da. Okay, alles klar. So, bei mir auch noch nichts da. Doch, jetzt ist er da. Okay. Sehr schön. Und meine mitarbeitenden Menschen sind auch da. Das ist gut. Das kann ich auspacken. So. Thorsten ärgert sich bestimmt, weil ich ihm heute seinen freien Tag geraubt habe. Aber es geht um alles, ne? Es geht heute um alles. Alles oder nichts. So. Machen wir das hier. Füllen wir das hier noch nach. Genau. Machen wir hier die Handys hin. Oh, kriege ich sogar 3 hin. Alles klar. Sehr schön. Kriege ich auch hier 3 hin. Okay. So. Könnte ich denn jetzt, was habe ich denn gerade noch? Tablets, nichts mehr. Computer, 2 Monitore, nichts mehr. Oha, gar nichts mehr sonst. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich das hier weg. Mache ich das hier weg. Und mache hier die Laptops hin. Ne, die hier, genau, die Dinger. Genau.
die ihr hierhin gehörten. Sehr schön. So. Die macht Marketing. Okay, dann würde ich sagen, Ricarda geht in den Verkauf und ich gehe an die Kasse. Und jetzt, ich habe, warte mal, ich gehe nochmal kurz ins, ich müsste eigentlich nichts mehr haben, ne, im Lager. Nee, ich habe nichts mehr im Lager. Ja, jetzt könnte ich eigentlich, sag ich mal, gucken, ob ich alles verkaufe heute. Oh, die PS irgendwas ist weg. Okay. Wir wollen ja keine Werbung machen für... ne? Oh, du hast 5 mitarbeitende Menschen bei dir. Oha. Das ist viel. Das ist viel. So, zeig dann, kannst ja dann mal, wenn du fertig bist, gucken und zeigen, was du noch mal so im Lager hast, ob du noch irgendwas im Lager hast. Ja, können wir dann auch machen am Ende, genau. So, du kannst nochmal in die Kasse gehen. So, ich guck nochmal, ob hier draußen irgendwer Schönes rumläuft. Der wissen will, was hier im Laden abgeht. Kann ja auch sein. Guck mal, wir haben dasselbe Outfit fast an. Dieselbe Farbe. Löchchen. Oh, siehst du, ich habe dich reingeschummelt. Danke dir fürs Craften. Ich habe den reingerubbelt da, reingeschummelt. Keine Ahnung. Mir ist dieser Laden noch nicht. Ich habe gar keine Rechner. Ich habe Mobilgeräte eigentlich mehr. Sehr interessant. Wobei, ein Tablet ist ja auch ein Rechner, wenn man es so nimmt. Ne? Hallo? Ja, ich schub's hier rein. Guck mal. Nein, da bin ich. Hallo? Ah, der will gar nicht rein. Ah. Der will nicht rein. Ah. Hallöchen. Oh, hi. Oh, ich bleib stehen und sie bleibt auch stehen. Es geht. You can do it. Wir haben immer noch Rechner oder Tablets oder ich weiß nicht, was wir haben. Wäre cool, wenn auch die Mitarbeiter da draußen quasi Kundenakquise machen könnten und mit den Leuten reden könnten, ne? So, die wollte rein, aber die ist nicht doch nicht drin. Okay. Ach, ich hab noch einen Rechner. Alles klar, sag ich doch. So, die VR-Brillen, oh, die gehen gar nicht heute, oder was? Aber die Handys sind draußen. Die Handys sind alle weg. Oha. Hallöchen. Mir ist dieser Laden auch noch nie aufgefallen, ey. Ich weiß auch nicht, was hier drin ist, ne? So, dann würde ich... Ah, hier, mit dir kann ich noch reden? Ja. So, so, das bleibt unter... Ach so, ich habe schon so eins. Danke, aber nein, ach so. Der geht ja doch rein. Oh, Gottchen, was ist denn hier los? So, dann geht sie in den Verkauf und ich gehe an die... Achso, die geht eh. Wollte ich doch sagen, ne? Die muss ja irgendwann an die in die Pause, ne? Während ich an die Kasse rumgehe, ne? So. Bei dir läuft's gerade nicht, ne, Bello? Seltsam. Sehr gut. Sehr gut. Oha, das hat sich jetzt aber gelohnt, ne? Jetzt hat sich's gelohnt bei dir. Jetzt hat sich's gelohnt, ja. Hast du jemanden im Marketing? Nee, hast du gar nicht, ne? Vielleicht mal den Frank oder so ins Marketing packen? Siehst du, geht sogar, ha?
So, ist die Ricarda wieder da? Ja, die ist wieder da. Okay. Okay, wollen die vielleicht mal endlich diese VR... Das ist leer, alles klar. Das Tablet... der Laptop... Ah, der will nicht, ne? Den Laptop wollen sie nicht so. Aber jetzt kommen wieder ein paar Leute rein. Achso, Thorsten ist in Pause. Okay. Sie hat was für 180 geholt. Ah, so eine VR-Brille. Eine. Wahrscheinlich. Oh, eine VR-Brille. Oha. Super. Oha, der Simon rastet aus. Oh ja, oh, der motzt ja die Leute an. Oha, was ist denn bei dir los? Der Bell rastet auch aus. Oh. Bleib doch da. Oha. Du solltest die mal in Pause schicken. Ja, Jacqueline schicke ich jetzt. Das ist schön. Mir ist der Thorsten, der bald eventuell so ein bisschen. Ja, ne? Mal schauen, wie lange der noch durchhält. Ansonsten schicke ich den gleich auch nochmal in Pause, wenn die Anna fertig ist. Oder was kann der denn machen noch? Waren aufladen ist ja blöd. Ach komm, dann stell du dich mal an die Kasse. Dann geh du halt mal an die Kasse und ich gehe hier raus. So, dann macht der mal was anderes. Ist ja auch gut. Ich habe eigentlich nur noch ein Mobilgerät, also ja, weiß ich nicht, zu was zählen denn VR-Brillen? Also ein Quiller steht schon fest, mein Gott. Hallöchen. Da. Sehr schön. So, könntest du mir schon mal sagen, wer bei dir am meisten im Chat aktiv ist? Ich würde sagen Picobello. Das interessiert mich im Moment nicht. Was? Oha. Nee, was? Ich hab's schon wieder nicht verstanden. Schreib oder PC? Ach so. Dankeschön, Blondie. Soll ich es dir reinschreiben in den Chat, in deinen Chat, dass du es richtig schreibst? So. Gut, dann habe ich es dir jetzt nochmal reingeschrieben. So, wer war am aktivsten im Live-Chat? Lasse, oder? Lasse 5? Oder ich? Ich? Wahrscheinlich. Ja. Nein, mach Lasse 5, falls er noch da ist. Ja, du zählst ja nicht. Nein, ich zähl nicht. Oha, oh. Ja, ich habe tatsächlich nur noch eine Sache drinne. Eine einzige Sache habe ich noch. Oh Gott. Ja. Und wir haben noch ein paar Stunden, ehe es fertig ist. Ich könnte tatsächlich meine mitarbeitenden Menschen nach Hause schicken, weil es ist eigentlich nichts mehr zu machen. Ja. Komm, ich schicke euch nach Hause. Ich stelle mich selbst an die Kasse. So. Es ist nämlich nur noch eine Ware da. Wir haben noch anderthalb Stunden im Dings. Ja, ich bin ausverkauft. Ja, ich habe relativ viel gekauft heute, gestern, das letzte Mal, also am Tag davor, weiß nicht. The New Stuff heißt mein Name. Was machen wir morgen, Bello? Nur Getränke oder nur Lebensmittel? Das ist eine gute Frage. Mit Lebensmitteln auch Früchte und Tiefkühlkrams oder nur Konserven? Ja, Lebensmittel, Tiefkühlkrams, entweder alles von Lebensmitteln,
Okay. Oder nur Getränke? Oder wir machen dann nur Getränke. Ja, gute Frage. So, wer hat denn am meisten noch im Lager? Hast du noch was im Warte, ich gucke mal ins Lager. Komm, wir gehen mal zusammen in mein Lager. Ich habe tatsächlich nichts mehr in meinem Lager. Okay, ja. Das ist true. Oh, Feierabend, okay. So. Du, ich hatte nur drei, ja. Ja. Genau, ich habe gesehen, dass du fünf hast. Hast sie auch alle nach Hause geschickt, beziehungsweise sind schon zu Hause. Okay. Alles klar. Tag verlassen. Genau, schick's mir alles zu. Ich habe übrigens nichts mehr in meinem Ding. Also ich kann nichts mehr verkaufen. Nichts, alles leer, alles ausverkauft. Gar nichts mehr da. Also der Laden ist komplett leer. Ne? Ich weiß nicht, ob das auch für dich relevant ist und zählt, Bello. Aber ja, es ist wirklich nichts mehr da. Nada, null, nichts, nie, nie da. So, ich bin jetzt auch draußen. Genau. Warte, bei mir geht jetzt noch der Lohn ab. Okay. Ja, wir speichern. Was ist mit Geld? Hast du schon geguckt wegen Geld? Ach so. Okay. Ich auch, weil ich habe da das definitiv gewonnen. Also jedenfalls beim Geld habe ich gewonnen. Gut, dann mache ich dich ein bisschen größer, Bello. Okay. So, ja. Ja, ich sehe es klar. Jetzt kann ich sehen. Jetzt kann ich es ganz gut sehen. Okay. Sind Sie sicher, dass Sie aufhören wollen? Ja, speichern. Okay. Genau, Picobello. Genau, kann ich ihr zuschicken? Sehr schön. Genau. Der Bello. Ich hatte noch was bei 5.600 am Ende. Yay. Sehr schön. Also du hast das auf jeden Fall gewonnen. Yay. Also morgen, was? Ja, kann man gerne machen. Ja, genau, das ist jetzt die Frage. Lebensmittel oder Getränke?
Okay, das können wir auch machen. So, dann können wir uns im Stream, oder wir haben eigentlich noch 4 Minuten. Wollen wir noch irgendwas sagen? Ja. Ich gehe gleich in die Endcard, dann kann ich nämlich in Ruhe reden. Ansonsten, ja, es war sehr schön, Bello, wieder. Ich freue mich auf morgen. Lebensmittel, da bin ich Ich gespannt. beende dann gleich den Anruf. Die bei mir noch zugucken wollen, ich raide jetzt auch nochmal rüber, bevor ich vergesse. Genau, warte mal schön und Dann ciao, Rock of Books, ich leg mal auf. genau, ciao Bello. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Zum nächsten Mal. So, jetzt wo der Bello weg ist. Haha, nein. Ja, es war ein sehr toller Stream. Es hat echt, echt Spaß gemacht, muss ich sagen, mit Bello wieder. Wir werden das auf jeden Fall öfters machen und wiederholen. Folgt Bello auf jeden Fall. Würde mich freuen. Ich mache noch mal den Bello-Command rein. Dann könnt ihr nämlich so. Genau. Ich gehe mal in die Endcard. Und dann können wir nämlich gleich raiden, beziehungsweise die Endcard muss ich noch mal laden. Oh, das ist immer so ätzend, ne? Kennt ihr nicht anders, ne? Das ist manchmal ein bisschen, das ist so nervig. Man lädt alles vorher, ne? Und dann muss es, na, da ist es doch, genau. So, wir nehmen wieder den Hashtag YouRockRaid. Und gucken gleich mal, wer da ist. Bello, haha. ja, so viele sind gar nicht gerade, ne? Ich könnte mal kurz gucken, ob irgendjemand King of Retail gerade live spielt. Ja, ich und Bello. Andere Kanäle. Nee, alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal beim Comma Fighter vorbei. Ja, sie macht weiters. Und da ist ja auch gleich, ja, da können wir noch ein bisschen produktiv sein. Genau, ich muss auch noch was machen. Genau, starten wir den Raid bei Comma Fighter. Vielen Dank an alle, die da waren. Jetzt können wir noch ein bisschen produktiv sein, nachdem wir ein bisschen was anderes gemacht haben. Gehen wir mal rüber zu Combo Fighter. Genau. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstagnachmittag. Morgen früh um 7 bin ich wieder am Start. Und solange können wir froh sein. Nein. Morgen Nachmittag, morgen um 1 ist auch nochmal mit Bello. Und ansonsten, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.